Jetzt weckt uns jemand. Oh, wir haben uns nur ein Strichle erholt. Es ist hell. Okay, aber immerhin ein Strichle. Und jetzt... gehen wir mal hier durch. Und mal gucken, ob es das schon war. Warte mal, was steht da? Ey, das hatten wir aber vorhin schon mal, oder? Sowas? Oh, warte. The Smart Guard. Two mad robbers missed their booty again. Mehr kann man nicht lesen. Was steht da in der Ecke? Oh. Okay. Polizei. Okay, vielleicht doch, es war, glaube ich, ganz gut, dass wir hier... übernachtet haben. Es geht noch weiter. Wir haben es noch nicht geschafft. Verlassen und die Straße entlang gehen. Ja, aber wir haben ja keine andere Option, oder? Wir können nur weiter an der Straße entlang gehen. Durch den Wald geht ja nicht. Nö, wir haben ja diesen Weg. Ich glaube, es geht nichts anderes. Null Kilometer zur Grenze. Speichern. Das heißt, mit diesem Charakter haben wir es geschafft. Innerhalb von 3 Tagen, ne? 4 Tagen? 3? 0 Kilometer, aber... Taxis erlauben dir, dich zu erholen. Ah. Auch gut zu wissen. Wenn man die Kohle hat. Ugh, wir haben es noch nicht ganz geschafft. Wir müssen noch über den Berg. Wir sind fast da. Oh, shit. Ja, guck mal, da ist die Grenze. Im Zweifelsfall müssen wir rüberrennen. Vielleicht wird es sogar noch wichtig, wie viel Energie wir haben. Okay, es ist noch nicht... Wir sind noch nicht drüber. Snacks and drinks? Can I help you at all? Oh, guckt mal da hinten, da läuft das Video über diesen Einsturz, der damals war. Das läuft im Fernsehen. Special 10-year commemoration of the collapse. Oh, ja, ja. There's some never before seen footage there. Ah, wer hat den Einsturz verursacht? I'm not much for conspiracy theories, normally. I hear there are incriminating government docs out there. Oha. If we could just get our hands on those. Vielleicht kriegen wir ja mit der Zeit sogar noch darüber was raus, weil das ist ja so ein bisschen das Thema hier, ne? Oh, ist das krass. $3 Glücksschwein. Komm, give it a try. Oh! Sie haben... Was steht denn da? Ich kann es gar nicht lesen, ist so hell. Danke dir und viel Glück, Grund. Ah ja. Mal gucken, ob es uns Glück... $10 Essen.
Können wir uns leisten. Ist das dein Stand? Don't know whose stand it'd be if it wasn't. Weißt du, ob ich die Grenze überqueren kann? Keep it down, kid. You wanna get my wife and I busted? Oh, natürlich nicht. Can we trust you? Natürlich. Okay. There are rumors of old tunnels that lead to the other side. Oha. They're said to be off the path to my left. I hope you're not claustrophobic. I hope you find your freedom, kid. We'll be rooting for you. Okay, wir nehmen Essen mit. Wir haben das Geld. Ich kann aber auch mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Eigentlich müssten hier jetzt voll die Wachen stehen. Ne? Essen, trinken. Wir können uns beides leisten. Ja, komm. Jetzt haben wahrscheinlich ein bisschen drüber getrunken, aber okay. Was denkst du über die Wahl? Nein, den frage ich ihn jetzt nicht, oder? Oh, er hat mir ja schon gesagt, dass ich wissen will. Das wäre schön. Even if it's not voter intimidation, they have other ways of altering the results. Okay, dann werde ich jetzt nicht. Ich könnte jetzt ja hier weiterlaufen, ne? Aber da werde ich jetzt nicht lang rummachen, weil da die Polizei wahrscheinlich auch rumfährt. Ich nehme tatsächlich den Pfad. Und ich hoffe, dass er mich jetzt nicht irgendwie verarscht hat und mich direkt in so ein irgendwo hinschickt, wo ich den Häschern gleich in die Arme laufe. Ich fürchte ja, dass die Eltern von Alex irgendwie mit drin hängen. Juhu, ich hab's unbeschadet von unstete Küste Kleinstadt geschafft. Juhu, GZ! Da steht einer. Fängt er mich jetzt ab, oder? Ja, aber über den Zoll brauche ich mich jetzt. Jetzt kommt mir, gucken mal. Das ist doch Polente, oder? Was sind das, Alter? Hold up there, kid. Ein Beobachtungsposten. Ich möchte nur durch. Not unless I let you. Maybe I won't. And why should I? Give me a good reason. Ich bin kein Bulle, okay? Ist er vielleicht von dieser komischen Vereinigung? Keine Ahnung. Tagesziel erreicht, jetzt kann ich mich bei New World wieder ausloggen. Oha. ich bin kein Bulle? Keine Sorge. How do I know? The enemy is getting smarter all the time. Okay. Fine. You can go. But I don't like your attitude. Hä? Wieso? Ich, hallo? Ich bin da so ein Teenie. Muss ich mich da jetzt irgendwie bei denen verbal durchmogeln? Da steht jetzt immer wieder einer, oder wie? Boah, das ist tatsächlich auch ein Lager. Hi, wie geht's dir? Who wants to know? Schmuggler sind es, ah. Okay, dann sage ich da mal ganz offen, ich will die Grenze überqueren. Maybe I can help with that. The important word being maybe. Okay, wir haben diesen Glücksjeton, ne? Das heißt, zu 100% klappt das dann. Ich könnte aber auch die Karte geben. Wir sind fast drüben. Wir brauchen die Karte vielleicht nicht mehr. Vielleicht kann sie die brauchen. That's enough, all right. We'll leave later, when it's dark. Okay? Okay, der nächste Schritt wird berechnet. Oh, oh nein.
Die Grenze ist ein gefährlicher Ort. Bereite dich gut vor, bevor du dorthin gehst. Okay, before we go farther, I'll need what we agreed on. Sie will noch mal was, oder wie? Ich habe eine 45% Chance. Kannst du den Preis etwas runtergehen? Die Karte hat sie mir jetzt schon abgenommen. This is a business. You don't pay, I don't stay. Ich habe aber nicht so viel. Und meine Karte hat sie schon. Then good luck with the guard. I'm out of here. Hey, warte. Sorry, kid. You're on your own. Boah, blöde Kuh. Hätte ich den Token schon vorhin einwenden sollen? Aber ich weiß mir nicht sicher, ob der nachher dann weg ist wieder. Der Token. Ob ich den dann einsetze und dann ist der weg für den Charakter. Ich drück die Daumen für den Grenzübertritt. Habe ich auch nicht verstanden, ob man an der Stelle zweimal zahlen muss. Ja eben, das ist irgendwie komisch. Oder warum, ja. Erschreckt mich doch nicht so. Verliert man die Token, wenn man sie einsetzt? Oder ist das einfach was, was man dann für immer hat? Das darfst du mir gerne sagen, weil ich, das fand ich jetzt auch gerade ein bisschen... Hey, don't be scared. Alles in Ordnung? I tried to cross. I guess my night vision is non-existent. Ja, dann komm mit, dann machen wir das zusammen. I was hoping you'd say that. Follow me. I know the way. Also er sieht nichts, aber er kennt den Weg. Okay. Was hat er denn in der Hand? Gott, die Töne. Gesprächsoptionen sind immer unterschiedlich. Ich hatte diesen Token nicht. Ah, aber du kannst mir vielleicht sagen, du hattest bestimmt irgendwann mal einen Token, wie das ist, wenn man... Wobei... I think it's a god. Hope they can be bought. I'll follow you. Ich hab nicht mehr so viel zum Bestechen. Ja, und er mit einer Taschenlampe sieht man ja auch gar nicht. Warte mal, ich guck mal gerade. Ja, wir haben auch den Glücksstern noch. Ah ja, sonst hatten wir ja nix. Okay. Boah, der soll die Taschenlampe ausmachen. Also er will die Wache bestechen. Vielleicht könnte man ja bei der den Glücksstern noch... Oh Gott. Stopp! Oder hätten wir woanders laufen können? Da durch den Wald? Können wir zurückgehen? Der steht halt voll im Weg hier. Hallo, der lässt mich nicht mehr zurück. Oh nein! Das ist wohl manchmal diese Glücksoption, aber wann? Das weiß ich nicht. Du verbrauchst es nicht. Okay. Ich glaube, wir hängen hier jetzt drin. Wir müssen da durch. Wir haben das Geld. Ich habe kein Geld. Boah, 23%. Kannst du uns entgegenkommen? $100! Nee. You're seriously trying to bargain right now? Und er zockt halt alle Jugendlichen ab. Bitte. No way. Hey, hope you have your running shoes on. Laufschuhe, warum? This is why. Two kids just got past me. They're trying to escape. Run! Get back here! Boah, er schießt. Get back here!
nichts gesehen. Ja, komm. Come on, I'll lift you. Ja, wie, ja, mach. Vielen Dank. Oh, jetzt habe ich aufs andere angeklickt, ne? Aus Versehen. Oder? Ja, super. Gotcha. Das hat so geschwankt und dann habe ich das andere angeklickt. Shit. You've been arrested. No one said it would be easy to reach the border, let alone cross it. Das war jetzt ein bisschen blöd, weil es hat der andere halt genommen, ne? Balthag. Okay, den habe ich leider nicht rübergebracht wegen eines Fehlklicks. Das ist fies. Aber das war absichtlich so, dass das hat nämlich so komisch immer weggedreht. But for one journey that ends, others are only beginning. Oh, das finde ich jetzt fies, weil wir sind so gut durchgekommen. Und das war jetzt eigentlich nur, weil das den Klick verrissen hat, sozusagen. Nun gut, das müssen wir jetzt einfach so hinnehmen. Nicht erschossen. Oh, erschossen, ja. Guck mal, Episode 1 auf der Straße. So. Leider arrested. Das ärgert mich jetzt schon, aber okay. Und wir haben den Stern. Dann mal weiter. Hello, Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show. In today's top story, a police officer used a public bus to transfer a prisoner. Little did she know, the bus was full of hardened brigades, putting her life, as well as the prisoner's, in danger. Thankfully, the officer managed to escape. Though shaken, she is recovering and will soon be back out on the road. The brigades. Now they're starting to take over our public transportation. That's why we need 10 more years of Tyrak to make sure this doesn't happen. In very good news, a large network of smugglers helping teens cross has recently been dismantled by security forces. Thank you for keeping our country secure, border forces. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Boah. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. Surprisingly, it does appear Flores has some supporters. Probably members of the brigades. As you know, the Sonia Show is very concerned about our youth, who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Remember, if you have any information, please call the Sonia Hotline. Die waren alle am Trampen. Okay, wir können jetzt einen We aussuchen von denen. Drei Energie, zwei Energie. Der ist halt ziemlich fit. Noch vier. Hat dafür nicht viel Geld. Die anderen sind nicht mehr ganz so fit, haben mehr Geld. The hotline is available 24 hours, 7 days a week. Let's bring these teens back home. Hier kommt, die sieht cool aus. And that has been the Sonia Show.